Heute Freiheit statt Freizeit. Abschied von der Arbeitsgesellschaft. Arbeitslosigkeit ist offenbar ein Dauerproblem spätmoderner Gesellschaften. Neben Industriearbeitern sind längst auch andere betroffen, Akademiker, Unternehmer oder auch die sogenannten Kreativen. Anlass also für einen Betriebsausflug durch die Hintertür der traditionellen Arbeitsgesellschaft. Die digitale Bohème lobt ein intelligentes Leben jenseits der Festanstellung. Renommierte Publizisten plädieren für ein würdevolles und freies Leben in einer Welt ohne Arbeit. Künstler engagieren sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und die Neurobiologie erklärt uns, warum man zu hirngerechter, also sinnstiftender Arbeit sowieso niemanden zwingen kann. Wir haben sicherlich den Kontakt und die Vorstellung davon verloren, was Arbeit eigentlich wirklich ist. Und das, was wir heute für Arbeit halten, ist möglicherweise in 50 Jahren gar nicht mehr etwas, was man mit gutem Gewissen als Arbeit bezeichnen würde. Es spielt mit Sicherheit eine Rolle, die Angst vor Faulheit. Es spielt eine Rolle, die ja teilweise religiös motivierte Arbeitsmoral. Besonders in den protestantischen Gegenden wurde ja irgendwann Arbeit anstatt des Gottesdienstes eingeführt und das Geldverdienen zu einem Art Gottesdienst gemacht, was aber jedenfalls der Bergpredigt in der Bibel komplett widerspricht, weil da heißt es sehr eindeutig, dass man nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen kann und eben keine Schätze auf der Erde anhäufen soll, sondern im Herzen, in der Liebe und in Gott. In der Arbeitswelt ist ja kein Mensch frei, sonst würden wir ja nicht den Begriff Freizeit haben. Das wissen wir seit Schiller und seit Hegel, dass die Arbeitswelt ein Bereich der Entfremdung ist und wo der Mensch fern von sich ist, von seiner eigentlichen Bestimmung, der die Bestimmung des Menschen ist, nun wohl oder übel. Das wissen wir von Rousseau, das wissen wir von Platon, von Aristoteles, das wissen wir über die Bibel, die Bestimmung des Menschen ist, frei zu sein. Also, ich kenne da einen hervorragenden, aber bedauerlich abgebrochenen Kunsthistoriker. Der wurde von einem Freund in so eine Gebäudereinigungsfirma reingezogen. So, kannst du mal bitte kurz nur mal so aushelfen? Dann expandierte die Klitsche aber nach der Wiedervereinigung wie gut verirrt. Und es kam noch das Brückenabstrahlen dazu, die Entsorgung, der Fassadenkleister, dies und das. Und plötzlich Großbetrieb, 30 Lehrlinge und der Kunsthistoriker kriegt den Firmenwagen und macht über Nacht die gesamte Betriebsführung. Schraubt sich da rein in den Irrsinn. Prokurist, Gesellschafter, großer Onkel. Und dann das übliche Dazugehörige. Jeden Tag 16 Stunden. Geld zuhauf und keine Zeit zum Einkaufen. Große Wohnung, nie zu Hause. Und nun denken wir Dummerchen doch immer noch alle, der ist jetzt aus dem Gröbsten raus. Ja, denkste. Da kommen die polnischen Onkels und putzen auf billig. Deutsche Sozialromantik, nix gut, teuer. Und die haben solche Unternehmer ja zum Teil noch, die guten Neigungen. Glaubt immer keiner, was deutsche Unternehmer für Wohlfahrtsgepuzzle im Kopf noch haben. Und sogar noch Rudi Steiners Gedankengut. Ich kannte einige. Jedenfalls, die Klitsche kommt ins Schlingern. Konkurs. Und der Herr Generaldirektor hockt im Flur auf dem Arbeitsamt und streift seine Cohibas an der Fischbüchse ab. Aber er ist auch ganz froh über die Pause. Und schreibt eben wieder über Kissen in der Kunst. Thomas Kapielski, BFA. Die Wirtschaftskrise hat das Problem der Arbeitslosigkeit zugespitzt. Immer mehr Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz. Bei vielen wächst die Angst, ebenfalls davon betroffen zu sein, und zugleich hat sich das Problem auf Bevölkerungskreise ausgeweitet, die bislang nicht so stark davon betroffen waren. Akademiker, Unternehmer oder auch die sogenannten Kreativen. Nicht wenige dieser Leute waren seit jeher auf Improvisationstalent und Flexibilität angewiesen. Das bewährt sich in Krisenzeiten. So mancher erfindet sich und sein Berufsleben nochmal neu. Traudl überschätzt meine Bildung. Sie lässt sich von meinem Doktortitel blenden. Ohne zu ahnen, obwohl ich diese Ahnung schon habe oft vermitteln wollen, da
dass es abertausende solcher überflüssiger Spezialisten gibt wie mich, die sich am Ende eines überlangen Studiums auch noch entschlossen haben, sich auf ein paar abwegige Bildungssplitter zu stürzen und über sie zu promovieren. Die Universitäten dürfen diese glanzlosen Eiferer nicht abweisen, was sie im Grunde gerne tun würden. Mein Doktorvater hat mich seinerzeit scherzhaft gewarnt, dieses Bildungslametta, damit war meine Promotion gemeint, nützt in unseren Verhältnissen auch nichts mehr. Immerhin bin ich mit meinem Bildungslametta, das würde ich heute gerne antworten, Geschäftsführer einer Großwäscherei geworden. Törichte Gedanken dieser Art verraten mir, dass sich das Gefühl meiner Hilflosigkeit steigert. Wilhelm Genazzino, das Glück in glücksfernen Zeiten. Die Verunsicherung, mit der wir seit Beginn der Moderne ohnehin zu kämpfen haben, nimmt zu. Viele der sogenannten Freigesetzten können oder wollen mit dieser Freiheit, die ihnen unfreiwillig beschert wurde, gar nichts anfangen. Schließlich darf sich in unserer Arbeitsgesellschaft nur derjenige wirklich dazugehörig fühlen, der einer geregelten Erwerbstätigkeit nachgeht. Für den Neurobiologen Gerald Hüther kann Arbeit menschliche Grundbedürfnisse ausdrücken und bestenfalls auch befriedigen. Neben diesem ersten tiefen Grundbedürfnis, dass man Aufgaben haben möchte, an denen man wachsen kann, wo man zeigen kann, dass man was kann, wo man dann Freiheit und Autonomie am Ende erlangt, will man eben auch als Mensch dazugehören, will man verbunden sein. Und diese beiden Grundbedürfnisse kommen eben aus diesen ganz früh am Anfang des Lebens gemachten Erfahrungen, dass man am Anfang des Lebens eben aufs Engste mit jemand verbunden war und dass man am Anfang des Lebens immer zu gewachsen ist. Wie verrückt. Und wenn man immer so eine Zeit lang dasselbe erlebt hat, dann wird das zu einer Erfahrung und dann wird diese Erfahrung zu einer Erwartungshaltung. Und deshalb ist das, was wir heutzutage Arbeit nennen, möglicherweise nur eine sehr pervertierte Form, in der wir Menschen Möglichkeit geben, diese beiden Grundbedürfnisse zu erfüllen. Wobei der Hirnforscher klar unterscheidet zwischen negativ besetzter Arbeit, zu der sicher ein nicht geringer Teil der gängigen Lohnarbeit gehört, und jener Arbeit, der schon Friedrich Engels einen gehörigen Anteil an der Menschwerdung des Affen zugebilligt hat. Es gibt also diese wunderbaren Aufgaben, an denen man wachsen kann, die man mit großer Begeisterung in Angriff nimmt, wo man sich schon morgens freut, dass man jetzt wieder so eine tolle Arbeitsaufgabe hat. Die sind leider in unserer Gesellschaft ein bisschen selten, aber unter solchen Bedingungen wird im Hirn dieses sogenannte Belohnungssystem dann angeschaltet. Das heißt, wir kommen in einen Rausch der Begeisterung. Und dann geht im Hirn, wenn man es so ganz allgemein sagt, die Gießkanne mit dem Dünger an. Und deshalb brauchen wir immer diesen Zustand der Begeisterung, damit im Hirn überhaupt was hängen bleibt.